Die Kurzfassung, oder auch Abstract genannt, ist oft die einzige öffentlich und freigängliche Information über eine wissenschaftliche Arbeit. Dem Leser muss die Relevanz der Arbeit vermittelt werden und ihm zeigen, warum es die Arbeit wert ist, gelesen zu werden. Die Kurzfassung steht immer am Beginn der Arbeit, sollte aber als letztes geschrieben werden. Sie ist nicht als Teil der Arbeit zu betrachten, sondern muss unabhängig stehen können. In der Kurzfassung müssen die wesentlichen Inhalte der Arbeit in Kurzform dargestellt werden. Das wären die Zielsetzung, die Vorgehensweise und die Kernerkenntnisse. Die Kurzfassung sollte also die Spannung aus der eigentlichen Arbeit nehmen. In der Einleitung darf nicht auf die Kurzfassung Bezug genommen werden. Die Kurzfassung schreibt man am besten zum Schluss der Arbeit, denn dann sind die Argumentationen der eigentlichen Arbeit vollständig und abgeschlossen. In der Kurzfassung müssen nun das Thema der Arbeit, die Zielsetzung, die Vorgehensweise bei der Bearbeitung und die wesentlichen Ergebnisse enthalten sein. Es ist nicht üblich, Literaturreferenzen anzugeben. Deshalb sollten Textteile nicht wörtlich aus der eigentlichen Arbeit übernommen werden. Bei Arbeiten, die in deutscher Sprache verfasst wurden, ist es oft üblich, zu der deutschen Kurzfassung noch einen englischen Abstract zu formulieren. Grundsätzlich kann die Kurzfassung aber in der Sprache der Arbeit oder eben in Englisch verfasst werden. Sie sollte nur die wichtigsten Aspekte der Arbeit beinhalten und deshalb möglichst kurz sein. Ihr Umfang sollte nicht mehr als eine Seite betragen. Das sind 100 bis 150 Wörter. Hier haben wir nun ein Beispiel einer Kurzfassung. Im oberen blauen Teil ist das Thema der Arbeit angegeben. Bei diesem Beispiel ist es die Internetnutzung und die möglichen Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung von Jugendlichen. Danach wird die Zielsetzung behandelt. Hier möchte man den Zusammenhang zwischen Internetnutzungsdauer und den Schülerkompetenzen analysieren. Im grünen Teil wird die Vorgehensweise beschrieben. In dieser Arbeit werden Daten aus PISA 2012 analysiert und ausgewertet und die Zielgruppe und die untersuchten Kriterien beschrieben. Im letzten Teil geht man auf die Ergebnisse und Erkenntnisse ein. Zusammenfassend befasst sich nun der erste Teil der Kurzfassung mit dem Thema der Arbeit. Danach folgt die Zielsetzung. Als nächstes beschreibt man die Vorgehensweise zur Erreichung der zuvor definierten Ziele. Das kann durch eine Literaturanalyse, eine Umfrage oder Experimente geschehen. Zum Schluss werden die Ergebnisse, die Erkenntnisse und die Schlussfolgerungen der Arbeit präsentiert. Das geschieht auch, wenn dadurch die Spannung genommen wird.